Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Es ist Sonntag 19 Uhr und wir wollen uns heute in der kommenden knappen halben Stunde der ältesten Stadt Kärntens zuwenden, der Kunst und der Geschichte in der Stadt Friesach. Die Stadt Friesach ist ja eine Stadt, die sehr reich ist an Burgen. Sie liegt am Ausgang des Metnitztales, am Fuß des Peters- und des Virgilienberges gerückt. Der Name Friesach leitet sich von einem slawischen Wort ab, von den Birken, nämlich Breje. Und dieser Name, also als Ort bei den Birken, erscheint bereits im Jahr 860. Also es ist eine uralte Siedlung. Im Jahr 1215 hat Friesach bereits das Stadtrecht erhalten. Es ist eine Stadt, die noch heute über die bedeutendste Wehranlage verfügt, die man sich bei uns weit und breit vorstellen kann, nämlich eine Stadtmauer und einen noch immer mit Wasser gefüllten Stadtgraben. Auf diesem Stich, den ich Ihnen hier zeige, aus dem Buch von Siegfried Hartwagner, der sich hier also mit dem Bezirk St. Veit an der Glan auseinandersetzt, kann man diese prächtige Stadt sich ein wenig vorstellen. Man sieht einen Teil der Stadtmauer hier auf diesem Stich, aber vor allem sieht man ganz oben die Burg auf dem Petersberg, diese prächtige Wehranlage, die aus zwei Schlössern eigentlich bestand und die einer der Hauptsitze der Fürsterzbischöfe von Salzburg war. Wir werden uns also heute Friesach ein bisschen anschauen. Auf dem nächsten Foto, das ich Ihnen zeige, sehen Sie einen schönen Panoramablick vom Aussichtspunkt hoch über dem Freibad in Friesach hinüber über die Stadtmauer auf die Stadtpfarrkirche St. Bartholomäus, die ich Ihnen gleich noch zeigen werde. Das ist dieser graue, doppeltürmige Bau. Auf der linken Seite die kleine Kirche, die Heilig-Blut-Kirche, ebenfalls eine ganz bedeutende Sehenswürdigkeit. Über der Heilig-Blut-Kirche ein Teil der Stadtbefestigung, der Rotturm. Und wenn man dann den Blick also hinüberschweifen lässt auf den Petersberg, dann sieht man einerseits die Kirche auf dem Petersberg, eine der ältesten Kirchen Österreichs. Seit dem Jahr 927 ist diese Kirche bekannt. Dahinter der mächtige Bergfried und dann eben die Ruinen dieser Burganlage auf dem Petersberg. Ich zeige aber natürlich auch sehr gerne bei unseren wöchentlich stattfindenden Stadtführungen in Friesach, immer am Nachmittag, zeige ich natürlich diese prächtige Anlage des Wassergrabens, der ja nicht nur äußerst malerisch ist, der einzigartig ist in Österreich. Hier von dieser Ansicht her, also nach Norden blickend, also die Ansicht auf den Naturpark Grebenzen, schon also steirisch-kärntnerisches Gebiet und auch auf das Dach der Dominikanerkirche, die ich Ihnen nachher gleich noch ein wenig genauer zeigen werde. Hier noch einmal ein Blick auf den Stadtgraben. Der Stadtgraben ist ja vor allem deswegen eine Wehranlage, weil wir sehr viele Merkmale einer Wehranlage hier sehen können. Die äußere Grabenmauer, die ist im Bild hier links unten etwas angeschnitten, dann der wassergefüllte Graben, die innere Grabenmauer, dann folgt so etwas wie ein Zwingergarten und dann die eigentliche Stadtmauer. Und wenn Sie da auf diese Stadtmauer jetzt genau hinschauen, da sieht man überall diese eisernen Anker, also von diesen Bogenverstrebungen, Ankern und Schleudern, die also hier das innenliegende Gewölbe zusammenhalten. Und an dieser Stadtmauer, also wenn man durch das Neumarkter Tor die Stadt, die Altstadt sozusagen verlässt, dann findet man sich an der Dominikanerkirche, der größten Kirche Kärntens wieder, und die werde ich Ihnen nachher zeigen, weil dort befinden sich eigentlich die zwei bedeutendsten Kunstobjekte von Friesach und die werde ich Ihnen nachher also anhand eines Fotos etwas genauer präsentieren. Aber zunächst ein Blick auf den schönen Hauptplatz der Stadt. Hier blicken wir vom früher sogenannten Metnitztaler Hof Richtung Osten. Das ist heute die Villa Bucher, eines der angesehensten Restaurants in der ganzen Gegend, hervorragend zum Essen. Das ist jetzt die Blickrichtung Osten, also auf den Stadtbrunnen, den ich Ihnen auch gleich zeigen werde. Auf der linken Seite das alte Apothekerhaus, das also eine prächtige Renaissance-Fassade aufweist, und auch das Wappen der Keutschacher. Leonhard von Keutschach als Fürsterzbischof von Salzburg hat ja hier auch seine Spuren hinterlassen. Aber zunächst noch einmal ein Blick auf den Brunnen selber, den wir uns etwas genauer gleich anschauen wollen, und dahinter liegend, also Metnitztaler Hof bzw. heute Villa Bucher.
Bevor wir uns aber dem Stadtbrunnen zuwenden, muss man hier einen kleinen Schlenker noch machen zu den Zahlungsmitteln des Mittelalters. Man kann über Friesach nicht sprechen, ohne den Friesacher Pfennig anzusprechen. Der Friesacher Pfennig war die eigentlich erste überregionale Handelsmünze, die im mittelalterlichen Österreich geprägt worden ist. In Friesach, so circa ab 1125, wurde diese Münze geprägt. Sie hatte einen sehr hohen Münzfuß, sprich einen sehr hohen Silbergehalt, und deswegen war es ein sehr begehrtes Zahlungsmittel. Nicht nur in unseren Breiten, der Friesacher Pfennig wurde als Zahlungsmittel benutzt von Friaul bis nach Siebenbürgen, bis nach Ungarn, Dalmatien, Kroatien, Slowenien. Überall galt also der Friesacher Pfennig als, wie soll man sagen, als feste Währung, eben wegen des hohen Silbergehaltes. Und das ist leicht zu erklären, weil ja rund um Friesach auch durch die Gräfin Hemmer und ihren Gatten, den Grafen Wilhelm, natürlich das Silber in den Zeltscharbergen abgebaut wurde. Also der Friesacher Pfennig, ganz etwas Wichtiges, eigentlich bis zum Ende des 13., Anfang des 14. Jahrhunderts, sozusagen ein Vorläufer des Euro, könnte man sagen. Danach geht seine Verwendung doch zurück. Aber jetzt zum Stadtbrunnen von Friesach. Auf dem nächsten Bild werden Sie ihn gleich noch einmal in voller Pracht und Güte sehen. Dieser Brunnen wurde 1815 in Friesach aufgestellt. Ursprünglich war es ja der Brunnen aus dem Schloss Danzenberg bei Mariasaal, auch ein Kreutzacher Besitz. Aber 1815 wird dieser Brunnen eben in Friesach aufgestellt und er gilt als der schönste Renaissancebrunnen Österreichs. Und Sie können das schon sehen, auf diesem unteren achteckigen Brunnenbecken sind Reliefsteine zusammengefügt mit 8 Szenen aus der Mythologie. Und ich werde Ihnen zwar nicht alle 8 Szenen hier jetzt zeigen, aber zumindest 3 der für mich interessantesten. Und zwar auf dem nächsten Bild werden Sie sehen eine Szene. Es ist der Jäger Akteon, der hier gezeigt wird. Und zwar ist der Akteon halb Mensch und halb Hirsch. Auf der rechten Seite kann man ihn sehen. Und was ist da passiert? Also der Hirsch, wie Sie sehen, der wird von den Hunden angefallen. Er ist im Sprung, er entfernt sich. Warum? Er hat die Göttin Artemis, das ist die Dame auf der linken Seite, barbusig ist sie hier dargestellt, dahinter ist also ein Brunnenbecken und ihre Dienerinnen sind um sie versammelt. Der Jäger Akteon hatte die Göttin Artemis beim Bade beobachtet und er hat sie nackt gesehen und die Dienerinnen der Artemis haben ihr das verraten und daraufhin wurde die Artemis also sehr wütend und hat als Strafe den Jäger Akteon in einen Hirschen verwandelt, der dann von seinen eigenen Jagdhunden zerrissen worden ist. Und deswegen sehen wir also hier einen Menschen mit einem Hirschkopf und mit diesen Hirschstangen. Und ja, da könnte man jetzt sogar noch ein bisschen ausschweifen ins jagdliche Wissen. Da sieht man also einen 1, 2, 3, 4, 5, einen Zehnender, sieht man hier einen geraden Zehner. Ne? Und direkt also der erste Spross auf den Stangen, das ist der Eisspross. Und dann kommt der Mittelspross und dann oben also eine Dreierkrone obendrauf. Aber das nur am Rande. Das, was wir hier sehen, also die Szene Artemis und Akteon. Auf der nächsten Platte, die nach Süden schaut, das wird man, glaube ich, eher besser vielleicht kennen, da sehen wir schon eine der Sagen um den Gott Zeus. Hier geht es um die Prinzessin Europa, die dem Zeus erliegt, weil er sich ja in einen derartig schönen Stier, in einen weißen Stier verwandelt hat. Und der ist so zutraulich und die Prinzessin Europa geht auf diesen Stier zu und der Stier schmiegt sich an sie und sie verliebt sich in diesen Stier und ja, dann setzt sie sich auf seinen Rücken und was macht der Stier? Er schwimmt mit der Europa über das Meer davon. Die Entführung der Europa durch den Gott Zeus ist das also. Und sie wird auf die Insel Kreta entführt, wie man weiß. Und dann noch ein Beispiel und zwar deswegen, weil wir hier ein Beispiel haben, wo also auch große, wie soll man denn sagen, Ergänzungen vorgenommen worden sind. Hier haben wir noch einmal den Gott Zeus. Und zwar hat er sich hier, wie Sie vielleicht gleich sehen werden, in einen Schwan verwandelt. Und er, es ist also hier Leda,
Leda und der Schwan. Nicht? Und die Leda wird also auch vom Gott Zeus als Schwan befruchtet und daraufhin legt sie zwei Eier und aus diesen Eiern, da schlüpfen dann die Zwillinge Castor und Pollux. Und gerade wenn man diese beiden Knabenfiguren sich anschaut, also aus der Nähe, wenn Sie das nächste Mal im Friesack sind, das ist das Relief von der Nordseite des Brunnens, gehen Sie ruhig genau hin, da werden Sie also sehen, dass da sehr viele Ergänzungen vorgenommen worden sind. Und wenn wir den Brunnen hinaufblicken, es ist ja ein Brunnen, der mehrere Schalen besitzt, und ich zeige Ihnen hier die oberste Brunnenschale, sie ist godroniert, also sie hat diese ausgeformten Wülste, Godrons und auch Wasserspeier. Und obendrauf sitzt dann dieser bronzene Aufsatz, aus dem früher Wein herausgekommen ist. Es handelt sich also um eine Mariage sozusagen. Dieser Brunnenaufsatz ist dem Brunnen beigegeben worden. Es handelte sich hier vorher um einen Tischbrunnen nämlich. Und ganz im Hintergrund auf diesem Foto schaut es aus wie daneben. Da haben wir den Blick auf die Kirche, das Kirchlein auf dem Petersberg, wie gesagt, eine der ältesten Kirchen Österreichs seit dem Jahr 927. Und diese Kirche hat eine ganz wichtige Funktion in geografischem Sinne in Friesack. Sie ist nämlich der Anzeiger für die Teilung in den Gurker und den Salzburger Markt. Und zwar müssen Sie sich vorstellen, also durch diese Kirche eine gedachte Linie, nämlich vom Eingang, vom Kirchenportal quer durch das Kirchenschiff und dann bei diesem Apsisfenster heraus eine Linie, diese Linie über den Stadtplan verlängert. Diese Linie ist die Trennungslinie zwischen dem Gurker und dem Salzburger Markt. So läuft das nämlich. Und wenn Sie hinaufsteigen zum Petersberg, um das große Museum anzuschauen, um sich die Kapelle im Turm anzuschauen oder einfach um den Ausblick zu genießen, dann werden Sie auch einen Blick hier auf die Bartholomäkirche werfen können, also auf die Stadtpfarrkirche von Friesack, die hier als prächtiges Beispiel für Romanik daherkommt, aber so ganz dann doch wieder nicht, denn das ist natürlich ein Bau, der sehr stark historisierend errichtet ist. Der Bauabschluss war erst im Jahr 1912, denn diese Kirche musste neu errichtet werden, also über weite Strecken musste sie neu errichtet werden, denn 1895 kam es in Friesack zu einem folgenschweren Stadtbrand, bei dem diese Kirche sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nicht nur die Kirche, sondern auch über 50 Häuser sind damals abgebrannt. Es heißt eigentlich, dass zwei Kinder auf einem Dachboden mit Feuer gespielt haben und die Maiskolben haben sich entzündet und das Feuer hat also übergegriffen. Und bis die Feuerwehr aus Klagenfurt in Friesack war, waren 6 Stunden vergangen und eigentlich war bereits alles vorbei. Ich zeige Ihnen hier ein Bild der Stadtpfarrkirche noch im früheren Zustand. Also Sie sehen, die sah doch ganz anders aus, die Türme unterschiedlich gedeckt. Und man sieht also hier die Ruinen, wobei natürlich vom Kirchenschiff, sie ist ja in Form einer romanischen Pfeilerbasilika errichtet gewesen, also hohes Mittelschiff, niedrige Seitenschiffe. Die Grundmauersubstanz ist schon noch da, aber halt, wie gesagt, sehr stark verändert und 1912 fertiggestellt. Von hier aus sieht man also jetzt unten rechts die Türme der Bartholomäkirche, oben noch einmal das Kirchen auf dem Petersberg und dann links einen der größten Bergfriede im deutschsprachigen Raum. Der riesige Bergfried der Burg auf dem Petersberg, Sitz der Bischöfe von Salzburg und auch über lange Zeit eine der bevorzugten Residenzen der Fürsterzbischöfe, sodass man eigentlich von Friesack als der zweiten Hauptstadt von Salzburg sprechen kann. Und ganz besonders interessant und wichtig ist also die ehemalige Burgkapelle, die sich im Turm befindet. Und Sie sehen also hier jetzt eine Ansicht dieser ehemaligen Burgkapelle, wo wir noch die Freskenreste aus der Mitte des 12. Jahrhunderts sehen können und fantastische Kunstobjekte, die im Stadtmuseum Friesack ausgestellt sind. Und wir hoffen ja auch, dass dieses Museum schon am 1. Mai wieder aufmachen kann. Und noch etwas sehr Schönes und auch Einzigartiges, das ist die Ruine
der Propsteikirche auf dem Virgilienberg. Hier stand also eine der Festungsanlagen, warum man auch von Friesach sozusagen als Burgenstadt immer wieder spricht. Und bei dieser Kirche auf dem Virgilienberg, vor allem auf dem nächsten Foto, werden Sie es dann gleich sehen, hat sich also diese prachtvolle gotische Kirchenruine erhalten. Und was halt besonders schön ist, wenn man im richtigen Licht dorthin spaziert, dann sieht man also dieses wunderbare Maßwerk und kann sich noch ein bisschen diese gotischen Glasmalereien vielleicht vorstellen. Und es ist eigentlich sehr schön, wenn Sie nach Friesach kommen, auch einmal auf den Virgilienberg hinaufsteigen und von dort die Gegensicht sozusagen auf den Petersberg einmal genießen. Und am Fuße des Virgilienberges haben wir noch einen Kirchenbau. Man darf nicht vergessen, in Friesach, also eine sehr katholische, erzkatholische Stadt, standen ja bis zu 20 Sakralbauten. Und eine davon ist also die Kirche des Deutschen Ordens. Der Deutsche Orden hatte bis heute einen Sitz in Friesach. Und diese Kirche, die von außen so hübsch barockisiert aussieht, die ist im Inneren tatsächlich ein Meisterwerk der gotischen Freskenkunst. Und zwar besonders im Chorraum, wenn Sie sich das anschauen auf dem nächsten Foto, da sind also noch große Fragmente von Fresken zu sehen. Und die Kirche, also die Deutschordenskirche, ist sehr wertvoll, vor allem weil der Deutsche Orden auch eine Kunstsammlung in dieser Kirche angelegt hat. Wir sehen jetzt hier also auf die Freskenmalerei, die ja eigentlich noch romanisch ist, nicht? Das sind das Gleichnis der sieben Törichten und der sieben weisen Jungfrauen, das man hier sehen kann. Aber nicht nur die Freskenmalerei ist in der Deutschordenskirche besonders interessant. Ich zeige Ihnen auf dem nächsten Bild noch ein Meisterwerk der gotischen Tafelmalkunst, und zwar auf dem sogenannten Flügelaltar aus Heiligen Gestade am Ossiacher See. Dieser Flügelaltar ist nach Friesach gekommen und ist also ein prachtvolles Beispiel für diese Malkunst auf Holz am Beginn des 16. Jahrhunderts. Wir sehen hier, es passt ja auch zeitlich sehr gut in unsere Zeit jetzt, das ist natürlich Pfingsten, was wir hier vor uns sehen. Und umso schöner finde ich dieses Bild, einerseits wegen diesem Übergang zur Räumlichkeit, nicht? Man hat also noch nicht das wirkliche Raumgefühl, wenn wir diese Tafel anschauen. Es ist vielleicht ein bisschen der Perspektive geschuldet, aus der ich es fotografiert habe, nämlich so von unten hinauf. Wenn man es vielleicht gerade anschaut, ist mehr Raumwirkung da. Aber der Künstler hat natürlich bereits versucht, durch Verkürzung und auch durch Verkleinerung in der Ferne eine Raumwirkung zu erzielen. Und was wir auch hier sehen, also es ist Goldfolie noch als Hintergrund, also auch der byzantinischen Kunst ist das hier noch geschuldet. Und was ich besonders interessant finde, also die Goldfolie hat sich bereits ein bisschen in nichts aufgelöst und wir können den roten Bolus darunter sehen. Wenn Sie am Mittwoch zugeschaut haben, nicht bei der Vergoldung, ganz wichtig, es kommt eine Schicht roter Bolus unter das Blattgold. Der Bolus wird benetzt und während die Netze verdunstet, wird das Blattgold angeschossen und dann anpoliert mit Achat und das ergibt dann diese hochglänzende Goldfolie. Also die Deutsche Ordenskirche, wenn Sie die besuchen möchten, das ist nicht so ganz einfach. Sie ist ja also eine Kirche, die noch zu einem lebenden Orden dazugehört, zu den Schwestern vom Deutschen Orden. Aber auch wenn man da am Krankenhauseingang bittet und höflich fragt, dann sollte eigentlich auch eine Schwester kommen und Sie da hineinschauen lassen. Vergessen Sie nachher nicht, eine kleine Spende in den Opferstock hineinzuwerfen. Vom Petersberg heruntergeblickt schauen wir auf eines der imposantesten Gebäude von Friesach, den sogenannten Fürstenhof, der heute als Rathaus der Stadt dient, und durch den Hof hindurch gelangt man zum großen Speicher, und dort wurden natürlich die ganzen Abgaben der Untertanen gesammelt und in den einzelnen Fächern bzw. in den einzelnen Kammern dann aufbewahrt. Und hier noch einmal also ein Gesamtpanorama auf dem nächsten Bild, bevor wir uns gleich der Dominikanerkirche zuwenden wollen. Die Dominikanerkirche liegt also nördlich vor der Altstadt und sie ist die größte Kirche Kärntens. Sie ist ja deutlich über 70, beinahe 80 Meter lang, also ein sehr, sehr imposanter und interessanter Kirchenbau. Die Dominikaner sind
dort schon sehr lange angesiedelt. Also sie haben sich ja jetzt zurückgezogen. Ich glaube, es war im Jahr 2016, als sich die Dominikaner zurückgezogen haben und das Gebäudeensemble verkauft wurde. Aber werden Sie auf das nächste, also jetzt sehen Sie bereits das Bild mit der Dominikanerkirche vor dem Wassergraben. Sie sehen auch hier wieder den Bau einer Basilika. Hier kann man sogar sehr schön sehen, das hohe Mittelschiff und die flankierenden Seitenschiffe. Wir haben hier sogar im Mittelschiff unter der Dachkante die berühmten Obergadenfenster, die für eine Beleuchtung des Mittelschiffes sorgen. Bei den Dominikanern handelt es sich ja um einen Bettelorden, daher gibt es auch keinen Kirchturm, nur diesen Dachreiter auf dem Dach aufsitzend. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, auf dem nächsten Bild einen Blick mit mir in die Kirche hineinzumachen, in dieses für Kärntner Verhältnisse geradezu gigantische Gotteshaus, das im 19. Jahrhundert sehr wohlmeinend historistisch erneuert wurde. Ja, gut. Irgendwann wird man das wohl auch wieder als schön betrachten. Für uns wäre es natürlich interessanter gewesen, man hätte vielleicht auf die alte Kircheneinrichtung noch schauen können, aber das ist nicht mehr der Fall. Aber der Raum besticht durch, Sie müssen sich vorstellen, das ist ab 1255 erbaut. Ne? Also es ist ein gigantisches Bauwerk für unsere Verhältnisse. Und es befinden sich im Inneren dieser Kirche zwei unglaublich kostbare Kunstwerke, nämlich auf dem nächsten Foto werden Sie es gleich sehen, das berühmte Friesacher Astkreuz. Wir haben es hier also mit einem Kunstwerk zu tun, das bald 700 Jahre alt ist. Wenn man davor steht und sich den Korpus anschaut, also ich frage sehr häufig meine Gäste, was sie davon halten, wie sie das einordnen würden. Manche sagen ja, es könnte sogar zeitgenössisch sein. Irgendwie habe ich auch manchmal das Gefühl, man hat es also mit einer modernen Kunst zu tun, aber nein, es ist tatsächlich um das Jahr 1340 entstanden. Es ist aus Salzburg zu uns gekommen, also im Kloster Nonnberg in Salzburg. Da hängt ein ganz ähnliches Objekt, also ein Astkreuz. Auch das ist ja symbolisch natürlich zu verstehen, na, der Lebensbaum, auf dem Christus aufgehängt wird. Und wir haben es hier also mit so einem mystischen Christus zu tun. Aus dieser Zeit eben nicht, wo die Compassio, also das Mitleid mit Christus geschürt werden sollte. Wenn Sie mal unten schauen, also bei den Zehen, also die Zehen schmerzverzerrt und gekrümmt und auch diese Stichwunde in der Seite weit klaffend geöffnet, das Haar, also man hat wirklich das Gefühl, das Blut ist da gerade erst vertrocknet, das Gesicht schmerzverzerrt. Also es sollte für den Gläubigen vom eigenen Leid ein wenig ablenken und auf das Mitleid, die Compassio, hinführen. Nicht nach dem scholastischen Christus, den man in der Romanik kannte, der noch mit vier Nageltypus bezeichnet wird, ist das also dann diese mystische Christusdarstellung. Und die ist wirklich äußerst, äußerst sehenswert. Ein freundlicheres Bild gibt das zweite große Kunstwerk ab, das ich Ihnen hier noch zeigen möchte, und zwar die berühmte Friesacher Madonna. Die ist also beinahe lebensgroß. Und auch diese Figur kommt aus der gleichen Epoche, also Mitte 14. Jahrhundert. Um 1340 ist sie zeitlich zu verorten. Und es handelt sich hier also um eine schöne Madonna. Sie hat bereits diesen S-Schwung, nicht? Also sie hält die eine Hüfte ein wenig vor, um quasi das Gewicht des Kindes, das hier ein Kleinkind ist, um das besser abzustützen. Es handelt sich um eine gotische Gewandfigur, nicht, also das, ja, es lässt also überhaupt nicht daran denken, dass sich unter diesen kostbaren Gewändern ein Körper befindet. Das hat der Künstler auch nicht darstellen wollen, sondern es wird hier also die Mutterfigur in königlichem Gewand gezeigt, die also das Jesuskind auf ihrer Hand trägt. Sie trägt auch das Marforion, das Muttertuch. Und es ist auch der Ansatz einer Krone noch zu erkennen. Und das Ganze ist also Steinguss oder Sandstein. Und was noch bedeutender ist, das sieht man also auf diesem Bild besonders gut, da haben wir noch, also vor allem auf dem Mantel, die allererste Farbschicht, die hier noch zu sehen ist. Also die Friesacher Madonna, ein großartiges Beispiel für die Kunst aus der Mitte des 14. Jahrhunderts in der Dominikanerkirche in Friesach.
Und wenn Sie nach Friesach fahren, dann werden Sie vielleicht auch irgendwann noch einmal einen Hunger kriegen. Deswegen darf ich also hier nochmal ausdrücklich auf die schöne Villa Bucher verweisen, im Besitz der Familie Bucher und äußerst geschmackvoll hergerichtet. Es gibt sehr schöne Mittagsmenüs oben. Also Friesach ist wirklich einen Ausflug wert. Und ich muss Sie nur bitten, beim Bucher oben halt nur Vorspeise und Hauptgang zu bestellen und dann ans andere Ende des Platzes herunter zu spazieren, wo sich die Konditorei Kreiger befindet. Und auch vom Kreiger, das ist nämlich auch eine Sehenswürdigkeit, habe ich hier auch noch ein Foto für Sie. Nicht nur wegen der fantastischen Torten, sondern auch vor allem wegen der Schokoladen, die dort in allergrößter Handwerkskunst hergestellt werden. Kreiger Schokolade und Kreiger Kuchen und Torten, das ist einfach etwas Großartiges, sodass man nicht nur Kunst und Kultur, sondern auch Kalorien in Friesach zu sich nehmen kann. Ja, meine Damen und Herren, das war der kleine Ausblick auf Friesach. Wir werden, so hoffe ich doch, im Mai wieder mit den Rundgängen beginnen können. Friesach ist dann immer am Freitag am Nachmittag dran, aber das werden wir Ihnen alles noch einmal genau über unsere Homepage mitteilen. Wenn Sie Lust haben, am kommenden Mittwoch, den 29. April um 19 Uhr, da zeige ich Ihnen dann ein paar schöne Fotos aus Zagreb, aus Agram, der Hauptstadt Kroatiens, zu Klagenfurt, die nächstgelegene Stadt mit 1 Million Einwohnern. Alles Weitere auf unserer Homepage www.intempo.at. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, sage ich für heute wieder auf Wiedersehen. Danke, dass Sie zugeschaltet haben, dass Sie mit dabei waren. Bleiben Sie uns gewogen. Ich gebe zurück ins Studio. Auf Wiedersehen.